Guten Morgen, meine Freunde. Ich bin auf dem Weg jetzt nach Mörs zu Thalia. Ich brauche nämlich ein paar Sachen für den Carlos, noch für seine Schultüte. Der wird ja morgen eingeschult. Der Dominik hat ihn jetzt mitgenommen. Bei uns sind jetzt Ferienende. Lamia und Joanna sind in der Schule. Wie gesagt, der Carlos wird morgen eingeschult und hat dann Mittwoch seinen allerersten richtigen Schultag. Und dann habe ich tatsächlich 3 Schulkinder. Richtig krass. Und ich muss mich auf jeden Fall ablenken, meine Emotionen. Ich habe gestern Abend schon geweint. Ja, weil mein kleines Baby jetzt in die Schule kommt. Oh Gott, das ist so... Ja, ich merke das auch am Carlos so, dass der ja abnabeln will ich jetzt nicht sagen. Aber der wird jetzt schon ein bisschen älter und dann ja, ist das halt alles ein bisschen anders, ne? Ich sag mal, er löst sich schon ein bisschen von Mami. Ja, seine größte Bezugsperson ist im Moment tatsächlich die Lamia. Wahrscheinlich auch, weil die jetzt in den Ferien zusammen sehr viel gemacht haben. Wo ich auch sehr dankbar bin, dass die beiden sich haben und sich so gut verstehen. Die sind ja wie Zwillinge, die kann man ja nicht auseinandernehmen, die zwei. Und ja, es wird einfach weniger, dass er weniger zu mir kommt, mich in den Arm nimmt. Früher war der immer. Also kam der wirklich 10-mal am Tag, hat mich geknuddelt, hat gesagt, Mama, ich liebe dich bis zum Mond und 300-mal schlafen und dann wieder zurück. Das wird einfach weniger und ja. Damit muss ich klarkommen, deswegen muss ich mich ablenken, sonst werde ich zu traurig und depressiv. Dementsprechend, ja, fahren wir jetzt shoppen, ne? Das macht mich einfach glücklich, sagen wir einfach mal so, wie es ist. So, Regenjacke an, weil ist ja August, das ist das Accessoire des Jahres. Also wenn ich nicht genug leiden muss, dass mein kleines letztes Baby sich abkapselt, muss ich auch noch Regenjacke anziehen. Weil es hier in einer Tour am Regnen ist. In einer Tour. Guckt euch mal an, wie Herbst ist das hier, ne? Wie im Herbst. Ich sag's euch. Aber ich habe gerade schon auf Insta über das Wetter gelästert. Falls ihr mir nicht auf Insta folgt, macht das sehr gerne. Rosi.home. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Dann los. Tatsächlich gar kein Parfum aufgetragen. Ah, ich jetzt aber. Ich brauche alles, was mich ein bisschen happy macht, Leute. So, hier haben wir eins. Haha, sogar die große Flasche. Und zwar die 010 Alien inspiriert. Das riecht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr Alien kennt. Aber falls ja. Und ihr, boah, das kostet ja mittlerweile, glaube ich, knapp 170 Euro Alien, ne? Das riecht so lecker. Das ist auch jetzt ein etwas schwererer Duft. Und ich finde. Bei dem Wetter kann man auch was Schwereres tragen. So, machen wir dich mal hier rein. Verlinke ich euch unten in meinem Shop. Könnt ihr gerne bei mir bestellen, bei Chosen. Und ja, 35 ml kostet nur 15,50 Euro. Das ist jetzt 100 ml. 100 ml kosten 30 Euro. Und ihr könnt es gerne mal googeln. Also tatsächlich ist Alien richtig, richtig teuer geworden. Obwohl das eigentlich so ein Jedermann-Parfüm ist. Weil jedermann Alien kennt. Aber es ist echt richtig teuer geworden. So, ist einfach eine perfekte Alternative. Und jetzt geht's los. Was brauche ich noch? Ach so, Ladekabel für... was mir noch gefehlt hat für den Carlos. Bin jetzt noch bei Edeka. Habe hier einen kleinen Stopp gemacht. Werde jetzt noch ein paar Süßigkeiten für den holen und es fängt an zu regnen. Ist das nicht schön? Für die Lamia habe ich übrigens bei Deichmann ganz spontan Schuhe gefunden. Tada! Eigentlich habe ich Hausschuhe für die Kinder gesucht, für die Schule. Aber die hatten da keine, die die Kinder brauchen. Die brauchen so Crocs-ähnliche gefütterte
Hausschuhe. Weil bei uns in der Schule, in der Grundschule, sollen die Kinder halt nicht mit den normalen Straßenschuhen herumlaufen, weil irgendein Kind nicht richtig erzogen worden ist oder was auch immer und seine matschigen Schuhe komplett über die Wand da abgestriffen hat, keine Ahnung. Und seitdem müssen die Kinder halt Hausschuhe tragen. Und ja, am besten sind halt Crocs und die müssen natürlich auch gefüttert sein. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig zu finden. Aber egal, auf jeden Fall habe ich diese Schuhe hier für die Lamia geholt und die sind echt richtig schön, oder? Voll schön. Essen kocht. Heute gibt es Gulasch, passend zum Wetter, mit Knödel und Rotkohl. Ich zeige euch, weil ich den Carlos, ich habe dem direkt mal neue Kleidung gekauft. Und die Sachen für seine Schultüte und so, das zeige ich euch dann später. Ich habe einmal hier bei Erzings Family hier so ein T-Shirt geholt. Voll schön. Mal gucken, ob der das morgen anzieht. Ich habe so 2-3 Shirts ausgesucht. Mal gucken, worauf der morgen Lust hat. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Schön hell. War auch reduziert. 5,99 €. Und dann habe ich dem jungen Mann, weil der hat so einen Schuss gemacht, der Carlos, 2 neue Jeanshosen geholt. Der trägt diese Slim Jeans immer sehr gerne. Und ja, ich habe den 2 geholt, auch bei Erzings Family, 15,99 €. Kann man oben verstellen, die Größe 116. Einmal in so einem dunkleren Blau und einmal in einem etwas helleren Blau. Die hatten die noch in einem richtig schönen Schwarz, also nicht schwarz, so schwarz-grau, aber nicht mehr in 116. Und 122 war viel zu lang, also das hätte sich dann jetzt nicht gelohnt, die schon mal eine Nummer größer zu kaufen. Deswegen, ja, gab es jetzt hier diese 2. Eine davon kann er dann morgen anziehen. Ich mache direkt die Waschmaschine an. Und ja, Deko habe ich natürlich auch pünktlich bestellt. Ist auch schon vor 2 Wochen gekommen. Ganz viel Luftballon und eine Girlande. Und ja, verschiedene Dinge sind da halt drin. Und werden wir dann heute Abend alles aufpusten. Ich habe extra eine neue Heliumflasche gekauft bei Action. Weil unsere ist nämlich leer gewesen. Ist mir letztens aufgefallen. Und ja, ansonsten war es das. Ich werde jetzt gleich nochmal aufladen, damit ihr dann heute Abend, wenn wir alles vorbereiten, ich werde auch noch so richtig coole Schultüten, Kuchen basteln, machen aus Käsekuchen. Mega easy. So eine kleine Last-Minute-Idee gewesen. Und da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Und was ist denn mit der Linse, ey? Boah, ich habe auch immer so ein Pech, ne? So, ich mache jetzt hier die Schultütentörtchen für den Carlos. Liegt nämlich jetzt im Bett. Ich habe einfach so einen Käsekuchen geholt, einen ganz einfachen. Dann brauchen wir halt Streusel. Dann diese Stäbchen für Eiswürfel. Und eine Kuchenglasur. Das war es auch schon. Ganz, ganz easy. Zuerst schneiden wir jetzt einmal den Kuchen in kleine Stückchen. Das sieht dann aus wie so eine Schultüte. Dann werden wir das hier erwärmen und die dann da drüber gießen und dann hier mit den Streuseln einmal bestreuen. Und dann sieht das richtig schön aus. Und dann hat er so kleine Mini-Schultüten als Deko. Thank you.
So, ich zeige euch jetzt mal, was in dem Set erstmal drin war. Kann ich euch unten in der Infobox einmal verlinken, falls ihr das noch sowas sucht. Das war alles da drin, das war echt recht günstig, habe ich bei Amazon bestellt. Verschiedene Heliumluftballons, einmal das hier, das habe ich übrigens gesucht, als der in den Kindergarten gekommen ist, habe ich nirgendwo gefunden, mal überall ausverkauft. Dann so eine ganz große Schultüte mit ABC. Dann nochmal hier so ein kleinerer Ballon, wo drauf steht, endlich Schulkind. Dann viele kleine Ballons, aber da weiß ich nicht, ob wir die überhaupt brauchen, aber die auf jeden Fall. Da ist auch schon das Helium von Action. Dann haben wir hier so eine Girlande. Ich glaube, da steht auch endlich Schulkind. Dann nochmal hier, da kann man auch als Girlande das irgendwie basteln, aber ich denke mal, das werde ich als Tischdeko nehmen. Und hier noch so ganz kleine, wie so Art Konfetti, genau, für den Tisch. Richtig, richtig schön. Aber ich glaube, ich werde das hier tatsächlich morgen auf den Teller machen. Mit so einem kleinen Stab, wo ich das dann drauf mache und draufklebe. Alles Gute zum Schulanfang. Ja, ich glaube schon. Das passt ganz gut. Ja, sehr schön. Ich dachte, da wäre noch so eine kleine Tischdecke dabei. Ist aber nicht. Aber wird trotzdem, glaube ich, ganz, ganz cool aussehen. So, der Dominik macht das jetzt da fertig. Ich hoffe, das klappt. Whips. So, das ist jetzt hier Carlos Schultüte, die er mit dem Dominik im Kindergarten gebastelt hat. Ist echt riesig. Diese selbstgebastelten Dinger sind echt immer mega groß. Carlos wollte die genauso haben, haben die echt richtig süß umgesetzt. Die wird jetzt hier gefüllt. Ich werde hier aber tatsächlich nur so Süßigkeiten reinmachen, damit das halt nicht so schwer ist für den, wenn er das die ganze Zeit tragen muss. Und hier ist ein Schultüte-Mister, der kommt dann auch auf den Tisch. Den machen wir dann am besten mal hier hin. So, und das ist das Konfetti. Und hier sind die Sachen, die ich für ihn geholt habe. Zeige ich euch jetzt einmal. So, fangen wir mal an, was ich für den Carlos geholt habe. Einmal so ein Monstercast und Stickeralbum habe ich den geholt. Das kommt da rein. Richtig schön. Da kann er ein bisschen malen und die Sachen hier aufkleben. Dann haben wir ihm schon vor längerer Zeit, habe ich auf Insta gezeigt, hier dieses Brettchen geholt. Da steht halt Carlos drauf. Und das wurde halt so da reingraviert oder reingebrannt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich kann euch die Seite auch unten einmal in der Infobox verlinken. Die machen echt richtig schöne Geschenke. Auch so Spardosen und so weiter. Steht halt, lieber Carlos, wir wünschen dir einen super Schulstart. Wir sind sehr stolz auf dich, Mama, Papa, Lamia und Joanna. Und dann ist halt hier dieses kleine 1x1 dann alles dann da drauf. Richtig schön sieht das aus. Das bekommt der. Dann klar, Süßigkeiten. Das kommt dann in die Schultüte rein. Mikado kommt auch in die Schultüte rein, das ist alles nicht so schwer. Marshmallows, hier so Gummizeug, das mag er total gerne immer. Was habe ich noch? Dann hier diese sauren Streifen bekommt der. Dann habe ich hier einmal Sticker von Spider-Man, passend zu der Schultüte, habe ich mir gedacht, kommt auch in die Schultüte mit rein. Dann einmal hier so ein Grundschule für Entdecker, so ein Malenrätsel und Stickerbuch bekommt der. Kann man auch mal gut gebrauchen, ist auch immer ein ganz schönes Geschenk. Dann hat er sich das letzte Mal, als wir bei Thalia waren, wollte er das unbedingt haben. Ich habe ihm das nicht geholt und er war super traurig und hat geweint. Deswegen habe ich ihm das jetzt hier mitgenommen. Das ist irgendwie so ein Spiel, so Buzzer. Und da kann man halt irgendwie Fragen stellen und dann da drauf drücken. Das fand er wirklich so toll. Ich habe gesagt, komm, da wird er sich bestimmt sehr drüber freuen. Dann einmal hier so ein kleiner Action Plane, so ein Flieger, so ein Pappflieger, den er fliegen lassen kann, wenn er will. Dann einmal hier so klebrige Quetschbälle, das findet er bestimmt auch richtig cool. Sowas hat er auch noch nicht, 3 Stück sind da drin. Habe ich übrigens alles bei Thalia geholt.
Und jetzt bis auf die Sticker, die habe ich bei Kaufland gekauft, genau. Dann einmal hier so glitzernde Springknete, fand ich auch richtig cool, so Kleinigkeiten. Und was noch? Dann ein, zwei etwas größere Sachen. Einmal hier so ein, das fand ich richtig schön, malen mit Licht. Das ist so eine Tafel und da kann man da halt abends was drauf machen, dann leuchtet das. Ist vielleicht ganz schön, wenn man den jetzt abends ins Bett bringt. Den muss er jetzt auch immer pünktlich ins Bett, dass man vielleicht den Tag ein bisschen Revue passieren lässt, dann hier auf diesem Board. Da kann er ja auch drauf schreiben oder halt malen, wie auch immer. Müssen wir mal halt gucken. Das sind halt eine leuchtende Maltafel, zwei Schablonen und ein Lichtstift. Ja, mal gucken, was man damit so alles machen kann. Aber ich denke mal, da wird er auch Spaß dran haben. Und als Highlight für den Carlos ist einmal hier so, wie heißt denn der überhaupt nochmal? Heißt der denn nochmal hier von Dings Piratenschatz? Drei spannende Abenteuer. Der hat schon den Marshall und jetzt kriegt er halt den. Ich weiß nicht, wie der heißt. Fällt mir nie ein. Egal. Auf jeden Fall kriegt er den jetzt noch zum Abend, damit er da was hören kann. Ja, und das war's. Ich finde, das reicht auch. Oma und Opa geben auch noch eine Kleinigkeit. Die Joanna hat auch noch was für den Carlos. Und ja, ich denke mal, der wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Jetzt werde ich das hier alles schön einpacken, beende jetzt den Vlog und zeige euch gleich aber noch ein bisschen, wie das alles aussieht, wenn es fertig ist. Und dann, ja, sehen wir uns dann.